So, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve. Und ja, den Raum kennen wir ja. Hier war der mit den Kameramann, hier war Pierce, aber Pierce ist nicht da. Wo ist er denn bloß? Hm? Telefon? 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 Hm. Ein Zettel am Hörer. Notizzettel erhalten. Hm. Mal gucken, was da drauf steht. Das gehört übrigens zum guten Ende. Das müssen wir nicht machen, hier zurückgehen, aber das sollte man. So. Ein zerrissener Notizzettel, eine Botschaft verschlüsselt mit dem MITF-Code. Er muss es eilig gehabt haben. Han Aya, die Daten der NMCs, die ihr Hunters gesammelt habt, sind alle hier gespeichert. Jemand muss Zugriff darauf gehabt haben. Außerdem ist Baldwin, die Botschaft bricht hier ab. Mein Gott. Wir müssen schnell anrufen. Hallo Aya, hier ist Jody. Was? Wo Hell steckt? Er ist wieder zurück und telefoniert gerade, wie du meinst. So, ich bin im anderen Zimmer. Er kann mich nicht hören. Ach, oh, er wird's nicht gemerkt haben. Wir sollen Hell unser Gespräch nicht mitkriegen. Was? Sorry. Das ist ja schrecklich. Er wird mich killen. Was mache ich? Gut, ich gehe zu Rupert. Puh, Herr, das ist ein Verräter, ein dreckiger Kleiner. Ja. Das Kind erzieht mehr Schweiben. Gut. So, wollen wir mal auf die Karte gucken. Bam, 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 bam. Wisst ihr, wo ich jetzt hingehe? Zu einem Bereich, der grau unterlegt ist, da hinten. Ach komm, wir gehen da zusammen hin. Wir alle zusammen. Unterwegs kriegen wir noch ein paar Gegner. Das ist ein neuer Bereich, den haben wir... Ah, Moment. Moment. Den haben wir ja vorher... den haben wir ja vorher geöffnet, den Raum. Und zwar hier. Moment. Zack. Genau. Da gehen wir jetzt rein. In den. Untersuchen. Drücken. Gleichzeitig... Gleichzeitig machen wir alle Kameras aus, weil die nerven. Genau, Sicherheitssystem. Das deaktivieren wir einfach mal, weil wir es können. Ja, ich weiß. So, Sicherheitssystem aus. Alles klar. Denn das nervt schon. Gut. Jetzt können wir auch hier raus. Alles klar. Gehen wir mal zur Garage. Hm. Den töten wir. Hier sind normalerweise auch Kameras, wollte ich gerade sagen. Na los, lad schnell an. Zick. Damit hast du nicht gerichtet, ne? Hehe. So. Da oben. Da. Zack. Zack. Alles klar. Reiter mal halten. Jo, das nehmen wir. Und nun heißt es zur Tiefgarage. Beziehungsweise in den Raum, wo wir noch nicht drin waren. Ist nämlich die Tiefgarage. Gut. Hoch. Upsala. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Da ist noch einer. Und er zieht direkt auf mich. Aua. War eigentlich nicht geplant. Aua. Du bist doch ein Penner, ey. Friss. Nein. Ach, verdammt. Manchmal. Ah, Mann.
Stirb. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Okay. Heute... Na, machen wir nicht. Okay. Hier. Der Raum. Gehen wir jetzt mal rein. Tiefgarage. Direkten Gegner. Ach. Ah ja. Sollten die Kameras kaputt machen mit dem Granatenwerfer, ey. Hallo. Was machst du denn? Okay. Das war schon mal sehr gut. Angriff von hinten ist immer... immer gut. Zack. 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 Und dann auch noch... Bam! Okay. Jo. Sollten wir aufpassen. Na genau, deswegen. Es ist ein Vieh, das sich unsichtbar machen kann. Ach, Mann. Und dann haben wir Eier. So eine, die bewegt sich langsam. Shit. Wir sollten, wenn wir gegen den kämpfen, an einer Wand stehen. So. Damit er uns nicht von hinten packen kann. Bis eine Granate. Ja. Und jetzt wieder ab. Zack. Und vergiften tut er uns dann auch noch. Gut. Haben wir jetzt nichts von. Hier dieser Raum. Da werden die aufbewahrt, diese Golems. Das Golem-Warnsystem. In jedem Behälter sind je 8 Golems enthalten. Bei Bedarf im Kontrollraum die Entfrostung anhalten. Pan-Golem, Farbe Grün, Typ Wachposten. Blue-Golem, Farbe Grau, Typ Nahkämpfer. Night-Golem, Farbe Violett, Typ Nachtjäger. Bishop-Golem, Farbe Rot, Typ Kommando. Hier werden die aufbewahrt. Die Anlage für die Golems, wohl für Kälteschlaf. Jo. Hehe. Auf jeden Fall. So läuft das. Hier. Ja. Gut. Hier Tiefgarage. Wir sind dort. Wo wir hin wollten. Tada. Das ist die Tiefgarage. Das Bedienungspult für die Abstellplätze. Oh, da hängt ein Schlüssel. Ein Autoschlüssel erhalten. Gut, bevor wir abhauen, räume ich nochmal auf hier, töte jeden, damit wir genug PPs haben und sowas. Was stand da jetzt? Das habe ich gar nicht gelesen. Ein Schlüssel mit einem Halter. Der Schlüssel wird in den Halter gesteckt. Er dient als ID-Karte. Ja. Und dann speichere ich hier. Ob es funktioniert. Danke für den Bericht. Machen Sie weiter. Ich darf Jody nicht in Gefahr bringen. Das darfst du nicht, das stimmt. Hm, Moment. War doch, ist richtig. War jetzt etwas verwirrt. Gut. Ja, und dann mache ich mich mal auf die Suche nach alle Rotgebiete befreien von Gegnern. Alle. Das kann jetzt ein bisschen dauern.
Auch Dryfield, ich gehe nochmal nach Dryfield, räume da noch ein bisschen auf. In Neo Ark gehe ich nochmal. Und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Bis dahin.